das war eigentlich echt nicht nötig. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Montag und das heißt, die neue Woche beginnt. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Sieht so aus, als hätte die neue Woche nicht so gut für ihn gestartet. Er wollte auch nur einen entspannten Arbeitstag haben. Der Typ in diesem Video hier hat eine Schlange zu Hause und holt sie jetzt mal aus dem Käfig raus. I'm a professional. They don't ever do this usually, but for you guys. Nee, ich glaube, du bist alles andere, aber kein Professional. Nee, nee, doch, doch, alles gut. Das sieht sehr professionell aus. Die Schlange tut genau das, was er wollte. You guys. Schaut mal, ich habe echt schon viele Dinge gesehen, die keinen Sinn ergeben, okay? Aber was dieser Typ hier jetzt gleich macht, ist absolut verrückt. Das Futter war eigentlich für deinen Hund gedacht und nicht für dich selber. Er dachte einfach, jetzt wo er unbeobachtet ist, kann er sich auch snacken. Aber leider war die Kamera auf ihn gerichtet. Und ich habe auch mal wieder keine Ahnung, was die Mission von dieser Frau war. Die Schulleiterin ist hier in ihrer eigenen Schule und probiert Inlineskater aus. Ja, sie hat mies abgeräumt. Das war ein echt cooler Auftritt. Ich könnte die Schulleiterin danach nie wieder ernst nehmen, weil ich mich immer wieder daran erinnern muss. Wer hat sie überhaupt dazu überredet? Das ist einfach der erste Livestream, den man sieht, wenn man auf TikTok geht. Wow, das nenne ich echt Entertainment erste Klasse. Das ist genau der Content, den ich sehen will. Die da hinten verstehen auch absolut gar nicht, was gerade hier passiert. Aber auch verständlich. Und wer ist das eigentlich? Welcher Typ kommt auf diese Idee und macht das dann auch einfach? Okay, naja, wie auch immer. Genug mit sowas. Ich finde, wir brauchen hier mehr schöne Sachen im Video. Hä? Ja? Du musst aufmachen. Yo, das ist süß. Die lassen eine kleine Babymaus wieder frei in die Natur. Hä? Ja? Du musst aufmachen. Und wo muss er? Ist die? Oh, Yalla! Enjoy! Oh. Oi! Scheiße! Scheiße! Oh. Oh. Ja gut, ich meine, sie hatte immerhin ein paar schöne Sekunden an der freien Luft. Wie ehrenlos, Mann. Die wurde bestimmt schon seit so 10 Minuten abgekämmt und der Vogel hat nur drauf gewartet, sie sich zu snacken. Und apropos warten, um sich etwas zu snacken, ne? Er zerstört das gesamte Erlebnis. Das war eigentlich das Highlight des Essens. Und er kommt einfach und nimmt den Käse mit. Der gute Käse. Oh Mann. Der kann es auch nicht glauben. Die Obdachlosen von heute werden immer schlauer. Ich wette, ihr kennt das alle. Es gibt diesen einen Freund und wenn ihr mit dem unterwegs seid, egal wo, ihr schubt euch einfach gegenseitig immer in so Sachen und andere Leute rein. Ich kenne das noch ganz genau. Ich hatte damals auch einen Homie, der hat mich wirklich in alles reingeschubbt. Auch vor allem auch in so alte Rentner, die an mir vorbeigelaufen sind. Rapido soy. Genau wie sowas. So komplett übertrieben. Das ist einfach seine Meisterdisziplin. Mal ganz kurz eben das komplette Regal umgeräumt. Okay, das ist mal diese andere PC-Reinigung. Der PC ist schon komplett sauber. Du kannst aufhören. Es reicht. Es reicht wirklich. Yo, okay, also vorab, als kleiner Disclaimer, das war natürlich nicht echt. Das war nur der eingefügte Effekt, okay, liebes YouTube-Team. Das war alles nur editiert. Es wurden keine Personen verletzt, versprochen. Und zweitens, was ging da ab? Was war seine Mission? Ich hab doch gesagt, er soll aufhören. Aber ich muss zugeben, das ist schon verlockend. Ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan. Ich würde auch da hinten dieses Rad mal ganz kurz so richtig schnell spinnen lassen. Ja, war keine gute Idee, glaube ich. Der Typ, der in diesem Auto sitzt, ist gerade auf der Flucht vor der Polizei. Und er denkt wirklich, er lebt in GTA. Also, er denkt es wirklich, wirklich. Denn den Trick, den er jetzt versuchen wird, um vor der Polizei zu entkommen, ist einfach random. Thank you. Oh, wait. Now he's got him. Northbound turn on Cortland Avenue. Who, another suspect jumped is this guy? Running court. They're gonna take him into custody. Oh mein Gott.
Das war sein Trick. Obwohl er beobachtet wurde von einem verdammten Helikopter, hat er trotzdem die NPC-Taktik versucht. Einfach so tun, als wäre er ein normaler Bürger. Fällt ja bloß nicht auf. Dort ist ja nicht gerade zufällig jemand aus dem Auto gestiegen, was verfolgt wird und angestrahlt von einem riesigen Scheinwerfer. Ja, schade, aber der Wille war trotzdem da. Ich meine, er hat es immerhin probiert. Die Idee war eine 10 von 10. Die Ausführung war, ja... Der hat eindeutig zu viel GTA gespielt. Ja, es hat stark angefangen und auch stark nachgelassen. Hier war auch der Wille da. Das Kind wollte nur das Essen bringen für die Familie. Naja, das Essen liegt da. Der Vater ist auch schon so richtig sauer. Er hat sich schon den ganzen Tag gefreut auf das Essen. Ich glaube, ich habe einen der größten Trolls der Welt gefunden. Er hat einen Parkschein in Höhe von $89 bekommen. Und jetzt schaut mal, wie er das bezahlt. Na, das ist gottlos. Wo bekommt man 7500 Pennies her? Der hat sein gesamtes Leben auf diesen Moment gewartet. Oh, missed one. Ja, der war noch wichtig. Okay, so we had this before, so yeah. Unless you have it counted by the bank and they have it out, we don't have a counter here. Was muss er sich denken? In diesem Job dort passiert eigentlich nie was Interessantes und plötzlich kommt jemand, der einfach so mit 7500 Pennies bezahlen will. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. We don't have a counter here. Oh, I'm sorry. That's I counted it already, though. But we don't have $75. We don't have a counter here. They won't accept it. Okay. Well, here's what I'll do. Do you have a... I guess you can use this pen. Here. Can I see the ticket for a sec? Mm-hmm. Right. So, okay. So if there's any problems, you're more than welcome to call me. But as of right now, the payment's been made. Have a nice day. Okay, er akzeptiert es einfach. Ja gut, was will er auch machen? Das war echt ein dreister King-Move von diesem Typen hier. Einfach irgendwas hinschreiben und gehen, boom. Viel Spaß mit den Pennies. Ey, das ist wirklich gottlos, ne? Das ist wirklich gottlos. Sie, warum hast du keine Freundin? Ich um 3 Uhr nachts. Ich hab doch gesagt, diese TikTok-Livestreams sind eine andere Welt. Guckt mal, was da abgeht. Aber ich muss sagen, ich fühle das eigentlich. Lego Star Wars damals beste. Sound Effects are unreal. Was hat der? Also ich fand die Sound Effects eigentlich echt ganz gut. Wow, Atmosphäre wie im Kino. Okay, diese Jungs sind einfach der Beweis, dass die Welt eine Simulation ist. Sie haben dort an einem schönen Strandnachmittag einfach so klassische Jungsachen gemacht und ein riesiges Loch am Strand gegraben. So, einfach so, aus Langeweile halt, ne? Weil es Spaß macht, man kennt es doch. Und am nächsten Tag war das in den Nachrichten. For now, a mysterious hole on a beach has caused a stir in North Dublin. A local astronomy enthusiast is hoping the crater in Portmarnock could be the aftermath of a cosmic event. Wie jetzt? Was für Cosmic Event? Die Jungs haben dort gestern einfach nur ein kleines Loch gegraben. It's a huge, mysterious crater that looks out of this world. Okay, ja, es ist mysteriös. Ja, es ist sehr, sehr mysteriös. Oh mein Gott, wo kommt das nur her? Beach stopped local astrophysics enthusiast Dave Kennedy in his tracks yesterday. And he's certain the small but heavy rock inside it came from up above. As you can tell by here, there's a scorch mark on this side here, so that would have been... Okay, der Typ ist komplett in seinem Film gefangen. The striking hole soon caught the attention of passers-by, many hoping that what they're witnessing is the aftermath of a once-in-a-lifetime cosmic... Ach du Scheiße, die denken einfach wirklich, das ist der Meteorit, der gestern dort eingeschlagen ist. Und er ist angeblich ein Astrophysiker. Yeah, 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 for sure, bro, for sure.
Das ist einfach auch schon wieder so random. Wie kann sowas passieren? Und was müssen sich die Jungs gedacht haben, als sie das den nächsten Tag in den Nachrichten gesehen haben? Die haben einfach so nur ein kleines Loch gegraben und die denken einfach jetzt, irgendetwas Außerirdisches ist da drin gelandet. Und der Typ wird das einfach zu seinem Lebenswerk machen. Das ist echt unglaublich. Will da jemand wirklich gehacktes Met als Wandputz und Wandfarbe haben? Nee, Mann. Nee. Nee, das reicht. Gut, Freunde. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.